Hallo und herzlich willkommen auf der Gaming-Welle. Ja, wir befinden uns hier im Hauptmenü von X3AP. Ich habe mal wieder die Xenon, die autonome Einheit-Mod am Start. Und heute wird es allerdings kein Tutorial geben, sondern heute fange ich mit dem Let's Play an, was ich vorhatte. Dazu sei vorerst noch gesagt, dass es möglicherweise sein kann, dass wir von vorne beginnen müssen, wenn ein großes und von mir erwartetes Update rauskommt. Aber so sollten wir jetzt erstmal am besten gucken, was wir schaffen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen, die dann auch mit dem Update reinkommen. Ja, wenn ihr selber spielen wollt, dann müsst ihr euch halt X3AP holen, je nachdem, wo ihr den Key herkriegt. Kann das ist schon relativ günstig sein. Ich habe das Terrain Warp Pack, also TC und AP zusammen, vor einiger Zeit im Saturn gesehen bei mir. Da ist es zwar jetzt nicht mehr, aber das habe ich halt da gesehen für gerade mal 3 Euro, also ist kein Problem. Und die Mod, die kann man sich auch dann problemlos aus dem Forum runterladen. Eine Anleitung ist dabei. Ja, wir beginnen direkt erstmal mit einem neuen Spiel und suchen uns hier die autonome Einheit raus. Ich habe hier mittlerweile schon eine genaue Vorstellung von dem, was ich hier als allererstes machen will. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier sehr gezielt arbeite. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. So, ich wähle hier jetzt erstmal die Steuerung. Nein, will ich nicht. Ich will wechseln. So. Besser. Dann Spieleinstellung. Sensor auf Max. Da wieder so. Nein, ja. So. Dann können wir uns jetzt mal hier unsere Nachricht eingucken. Geschwerter Schwierigkeitsgrad, bla bla. Xenon-Station. Asteroid. Kurze Orientierungsphase. Osten ist da. Tor. So, da gucke ich direkt mal. Über diese Objekte gibt es keine Informationen in der Datenbank. Schade, verdammt. Ach. Wisst ihr, früher hatte das unbekannte Objekt 3 Millionen Hülle. Das vermisse ich schon gerade ein bisschen. Es ist nur noch 30.000. Langweilig. Aber andererseits ist 3 Millionen ja auch echt viel. Und nahezu unkaputtbar. Erreiche System. Ja, es ist genau da, wo es sein sollte. Hier vorne haben wir jetzt nämlich ein richtig nettes Schiffchen. Richtig nettes Schiff. Angreifer. Und dieses Schiff gehört niemandem, das heißt, das können wir uns teilen. Das mache ich jetzt natürlich auch direkt. So, stehen bleiben, aussteigen. Markieren. Angreifer. Näher ran. So, nach oben gucken. So. Damit wird man mit dem Raumanzug deutlich schneller, als wenn man... Jetzt haben wir's. So, Peter, haben wir schon mal ein Schlachtschiff. Schön für den Anfang, den Harrow-Zerstörer, den die das, keine Ahnung. Wir haben auch 6 Paraniden an Bord, eine ganze Reihe Infanteristen, Ausrüstung haben wir. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen nach oben und nach vorne. So. Ich will nicht, dass hier unser gutes, unbekanntes Objekt
ins RAM. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wobei wir rein theoretisch. Unbekanntes Objekt. Okay, ich habe keinen Transporter dabei. Naja, egal. Kein Ziel. Sprungantrieb wird geladen. 10%. So, lieber Klaus, du hast ja gesagt, du guckst auch einfach mal. Hier ist schon direkt ein Fehler. Und zwar wird die Sprungtorverbindung hier nördlich zur Insel des Klaus nicht angezeigt. Erreiche System. Hier, wenn wir mal gucken. Wir haben hier das Tor, da müsste eigentlich wenigstens wie hier nach oben angezeigt werden. Hier wird nichts angezeigt. Ich konnte das Sprungtor trotzdem anspringen. Der akzeptiert das Tor nicht. Ich hoffe, die Information hilft dir weiter. Aber ist jetzt auch egal, wir fliegen jetzt hier trotzdem rein. Erreiche System. Und gucken uns um. Da ist unser Kernel Industriekomplex und hier müsste eigentlich... Ja, da vorne haben wir es, da haben wir es. Da ist es. Ich schlachte hier jetzt erstmal die Gegend aus. Und zwar ist das gute Stück da vorne das sogenannte mobile Trockendock. Experimentelle Version. Experimentelle Version, danke für die Korrektur. Und zwar das mobile Trockendock, das repariert Schiffe, das tunt Schiffe. Irgendwann sollte es auch mal Schiffe Undock-Erlaubnis erteilt. Und was ich jetzt auf gar keinen Fall mache, ist daran andocken. Weil dann kommen wir scheinbar, dann kommen wir wie scheint nicht mehr weg. Ich will es nicht versuchen. So, ich springe einfach mal raus. So, da haben wir das gute Stück. Also, experimentelle Version. Ich guck nach oben. Und dann fliegen wir jetzt einfach mal sehr schnell ran. Ich frage mich, ob es da reicht, an der Hülle dran zu sein oder ob man wirklich im Zentrum sein muss. Au. Aber es scheint, an der Hülle dran zu sein, reicht nicht. Experimentelle Version. Näher nach hier oben, wie es scheint. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man hier drankommt. Angreifer. Experimentelle Version. Ja, jetzt. Schiffssteuerung transferiert. Ja, willkommen auf dem mobilen Trockendock. Experimentelle Version. Und jetzt... Was die Taste? Nee, aber ist auch gut. Was die Taste? Nein, war es irgendwie auch nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, die erste Folge tut sich erstmal schwer. So, wo haben wir denn Ü und Plus? Warum habe ich da Ü und Plus? Das war ich nicht. So. Das wollte ich. Wo haben wir denn unsere Harrow?
können wir direkt mal gucken, ob der hier andockt. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Bam, da, vorne ist er. Kommt jetzt also das nächste. Hier wechsle ich besser mal auf externe Ansicht. Ich frag mich, was passiert, wenn ich hier versuche, den Aran reinzustecken. Oder noch besser wie bei Haller. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig jetzt für den Anfang, aber ich baue halt erstmal eine Flotte auf. Der Träger der Xenon ist ein langsames, aber mächtiges Schiff. Halte ich nämlich für eine sinnvolle Angelegenheit. Wenn wir Glück haben, findet auch sehr bald eine Invasion statt. Können wir wenigstens da ein bisschen kämpfen. So. Schiffssteuerung transferiert. Hammer. Experimentelle Version. Ist die Frage, hat der Kumpel hier, ja, da hat er auch schon. Lassen wir den halt erstmal hier stehen. Mein Plan ist es halt erstmal ein paar Schiffchen zu sammeln, wobei wir dann Sprungantrieb auch von mehr als 10% für den Anfang. Und mein, der Hero ist weg. Habt ihr das gesehen, Leute? Erreiche System. Da ist sie wieder. Zentraler Xenon-Sektor 023. Oh oh. Ah. Fuck. Wo kommt der Kumpel denn her? Und wo zur Hölle ist die Schiffswerft? Irgendwo müsste sie. Ah, da ist sie ja. Xenon B. Xenon. Hoppla, wo kommt der Kumpel denn her? Das macht mir jetzt ein kleines bisschen Angst. Weil sie es nicht wisst, das D ist ein M0. M0 heißt so gesehen Stärkste vom Stärksten. Die Schiffswerft. Xenon Schiffswerft. So, da ist die Frage, wo haben wir das Schiff? Da haben wir den J-Verteidiger. Kommandokonsole, Navigation, springe und fliege zur Station. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, wir gucken uns hier am besten jetzt erstmal noch ein bisschen um. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Erstmal noch eine ruhige Folge. Erreiche System. Xenon-Sektor.
Und dann könnten wir theoretisch auch mal ein Ründchen glitschen hier. Das Super Dog. Für alle, die es nicht wissen, beim Super Dog kriegt man die Waffen so gesehen nachproduziert. Das heißt, sobald man da was kauft, füllt sich das automatisch auf. So, ich park hier jetzt erstmal. Und wechsle mal. So. Sollten wir zumindest grundsätzlich schneller unterwegs sein. Und zum Superdog, da will ich auch direkt mal andocken. Ich kann in der Zeit mal gucken, wir haben hier keinerlei Waffen. Fusionsstrahlkanone, 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 installiert. Und deswegen tun wir welche rein. Fusionsstrahlkanone, installiert. Fusionsstrahlkanone, Fusionsstrahlkanone, Insteck, Fusionsstrahlkanone, 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 Insteck, Fusionsstrahlkanone, in Fusionsstrahlkanone, Fusionsstrahlkanone, installiert. So, wir haben damit ein ziemlich mächtiges Schiff. Um ganz ehrlich zu sein, seit dem Xenon-Konflikt sind diese Stationen. Immer, wenn ich in diesem Schiff sitze. Also Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Habe ich nun, bin ich noch nie gestorben. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich bin nicht einmal durch dämliche Flugmanöver gestorben. Also ich bin absolut noch gar nicht gestorben, seit ich in diesem Schiff drin sitze, beziehungsweise immer wenn ich in diesem Schiff drin sitze. Da verrecke ich einfach nicht. Das kann man zum einen dem Schiff mit seiner extremen Bewaffnung zuschreiben, dass es so viel überlebt, zum anderen, dass es so viel wegschießt, zum anderen aber auch seinen extremen Schilden mit 70 Gigajoule weit über der Valhalla, die ja eigentlich das stärkste Schiff im normalen Spiel ist. Ja. Andockvorgang erfolgreich. Und hier haben wir Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Installiere ich mir jetzt erstmal nicht genügend Credits. Mögliche. So, wollen wir mal sehen, Handelscomputer-Erweiterung nicht installiert. Kriege ich denn hier die Handelscomputer? Nein, doch. Ah, verdammt, zu teuer. Habe ich warum auch immer ein MJ-Schild verkauft. Handelscomputer-Erweiterung installiert. Computer. Und dann ja, erstmal hier abrüsten. 1GJ-Schild. 1MJ-Schild entfernt. Sollten wir auf jeden Fall dadurch sparen. Splitterbombenwerfer verkauft. Fusionsstrahlkanone entfernt. So. Damit sollten wir uns jetzt etwas mehr Geld da rausgeholt haben, als wenn wir es einfach verkauft hätten. Ja, und Digitalduplex Erkundungssoftware, Handelssoftware, Landecomputer, Patrouillensoftware installiert, Transporter installiert, eingehende Nachricht, Verkaufspreis, Versorgungs. Komm her, Kumpel. Installiert. Aha. Aha. Komisch. Frag mich, warum die jetzt reinflattert. Ich hatte gehofft, es wäre was anderes. War es nicht. Schade. Ich war es nicht.
irgendwie welche. Wenn ich jetzt schon verkackt habe und neu laden muss. Versorgungssoftware zerstört. Transporter zerstört. Scheint so, als würden wir es nicht hinkriegen. Kommando nicht ausführbar. Naja. Dann laden wir jetzt einfach mal neu. Wir können es ja. Das passiert mir tatsächlich mit dem Harrow öfter, dass ich dann falsch abdocke. Da bleibe ich tatsächlich öfter in Stationen drin hängen. Ich habe mir bestimmt schon 7-mal meinen eigenen sieben oder 8-mal den eigenen Kernel Industriekomplex da weggerissen. Aber was soll man nun mal machen? Außer fliegen lernen. Undock-Vorgang erfolgreich. Ja, dann belassen wir es halt wohl scheinbar hierbei. Warum reagiert das jetzt nicht? Bindung zum neuer Befehl bestätigt. Ah. Super. Und jetzt gönne ich uns dafür einfach mal diesen Spielstand hier. Und dann werden wir in Zukunft immer schön auf der 10 unser Let's Play speichern. Und ja, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Und ja, ganz nebenbei noch, ich verspreche, das nächste Mal wird es mehr Action geben.